Mein Name ist Michael Burkhardt, ich komme von der Hochschule für Technik in Rapperswil. Wir beschäftigen uns in Rapperswil mit Maßnahmen an der Quelle und der Reduktion von Spurenstoffen End-of-Pipe. Deswegen nehme ich mal an, leite ich auch die Session oder die nachfolgenden Vorträge darf ich ankündigen. Es geht um Spurenstoffelimination, Einträge vorkommen und ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wir haben das heute auch schon mehrfach gehört, Spurenstoffe sind analytisch eine echte Herausforderung. Also sowohl das Messen ist anspruchsvoll, Plausibilitätsprüfung, Konsistenz der Daten, alles eine besondere Herausforderung mit anderen Stoffen verglichen. Wir haben mit einer Vielzahl von organischen Spurenstoffen zu tun bei Regenwetter. Das ist eine besondere Herausforderung, insbesondere wenn viele der Quellen noch immer unbekannt sind. Sie tauchen plötzlich im Regenwasser auf und wir wissen gar nicht, wo sie herkommen. Und diese verschiedenen Aspekte, die wollen wir in den nachfolgenden Vorträgen hören. Und ich darf vorstellen, Daniel Wicke vom KWB in Berlin. Ich denke, das ist der beste Einstieg, den Sie sich wünschen können. Ein Übersichtsvortrag zu der Situation in Berlin bei Regenwetter. Ja, vielen Dank, Michael. Ich begrüße Sie auch herzlich nach dieser entspannten Mittagspause zu diesem ersten Vortrag, einer ganzen Reihe von Vorträgen. Miss es oder vergiss es, wir haben im Rahmen eines Projektes mit dem Kurztitel Ogre ziemlich viel gemessen und ich bin froh, Ihnen da heute einen Überblick zumindest der Ergebnisse geben zu können. Wie der Titel schon sagt und Michael auch schon angedeutet hat, es geht um organische Spurenstoffe im Regenwasserabfluss. Und es sind nicht nur viele, die möglicherweise da vorkommen, sondern eine besondere Herausforderung ist auch, diese Analytik bezahlen zu können. Deswegen will ich an dieser Stelle auch gleich darauf hinweisen, wo das Geld herkam in diesem Fall. Und zwar der größte Teil vom sogenannten Umweltentlastungsprogramm, das ist Geld, was zur Hälfte von Land Berlin und zur Hälfte von der EU kam. Und kofinanziert wurde das Projekt außerdem noch von Veolia. Wenn wir über Spurenstoffe im städtischen Regenwasserabfluss reden, was sind mögliche Quellen und über was für Stoffe reden wir da? Eine Quelle, die ja den meisten bekannt sein dürfte, ist der Verkehr. Das sind zum einen so klassische Stoffe wie auch Feststoffe, PAK aus unverständlicher Verbrennung und Schwermetalle, aber auch Benzothiazole, das sind Vulkanisierbeschleuniger, die bei der Reifenherstellung verwendet werden. Zum anderen wissen wir auch durch die recht umfangreichen Arbeiten von Michael Burkhardt, der sich auch viel mit damit beschäftigt hat, inwieweit Dach- und Fassadenfarben, in Dach- und Fassadenfarben enthaltene Biozide ausgewaschen werden und dann auch im Regenwasser landen, zum Beispiel Terbutrin oder Dioron. Kunststoffe enthalten Weichmacher, Phthalate, wie zum Beispiel das DEHP, Metalldächer und auch Regenrinnen, darüber wird Zink emittiert. Mekoprop ist so ein noch spezieller Stoff, der Bitumenbahn zugesetzt wird, um sie wurzelfest zu machen. Dämmstoffe enthalten Flammschutzmittel, wie zum Beispiel TCPP, über Zigarettenkippen. Ist auch relativ offensichtlich, dass die dann bei Regen irgendwie ausgewaschen werden und dann Nikotin so auch in Regenwasserabfluss gelangt. Und als letztes Beispiel Pestizide, wie zum Beispiel Glyphosat, die auch im urbanen Bereich eingesetzt werden und zum Beispiel in Berlin unter anderem von der BSA zur Unkrautbekämpfung auf Gehsteigen eingesetzt werden. Ja, und all diese Stoffe gelangen im Trennsystem zumindest mehr oder weniger direkt ins Gewässer. Und in Berlin ist das so, dass ca. 70% des Regenwasserabflusses über das Trennsystem entwässert werden. Und gerade im Innenteil der Stadt haben wir ein Mischsystem, wo das Regenwasser auch behandelt wird. Und die Situation in Berlin ist nun so, wir haben recht langsam fließende Gewässer und zusätzlich auch in Blau dargestellt einige Wasserwerke, die an diesen Gewässern auch liegen. Und wenn nun das Regenwasser in diese Gewässer mit gelangt, stellt sich schon auch die Frage, ob es eventuell auch eine negative Beeinflussung der Wasserressourcen dadurch geben könnte, durch solche Stoffe. Die zentralen Fragestellungen für das Projekt waren nun, welche Spurenstoffe gibt es im Regenwasser
Abfluss, welche sind relevant, gibt es so Unterschiede zwischen den einzelnen Einzugsgebietstypen, die in so einer Stadt vorherrschen, aber auch im Hinblick, wie hoch sind jährliche Frachten quantitativ, eine Abschätzung dazu zu machen und auch, wie sind diese Zahlen, die man dann kriegt von diesen Frachten im Vergleich zu Spurenstoffen, die über Klärwerke eingetragen werden, Arzneimittel, Wirkstoffe oder Rückstände etc., um so ein Gefühl für die Relevanz zu kriegen. Und letztendlich auch, was landet dann im Gewässer und sind Konzentrationen, die dort auftreten, relevant. Und um diese Fragen zu beantworten, wurde ein 14-monatiges Monitoringprogramm bis Mitte letzten Jahres durchgeführt, in unterschiedlichen Einzugsgebieten Berlins und auch durch Andreas Matzinger, der auch heute bei uns ist, ein Frachtmodell aufgesetzt für die Frachtmodellierung. Wie erwähnt, wir haben unterschiedliche Einzugsgebiete betrachtet, und zwar die fünf hier angegebenen Einzugsgebietstypen, die zumindest für Berlin und auch für andere Städte typisch sind. Das sind zum einen Altbaugebiete hier in Rot dargestellt, die überwiegend so im inneren Stadtteil zu finden sind. Neubaugebiete in Hellblau, das sind oft so Plattenbausiedlungen. In Grün eher so außenrum Einfamilienhäuser, einen recht hohen Gartenanteil. In Grau Gewerbegebiete und auch als zusätzlichen Eintragspfad für den, den wir schon gesehen haben, den Verkehr, Straßen, größere Straßen mit mehr als 7500 Fahrzeuge pro Tag. Wir wollen das Regenwasser messen, das heißt automatisch für uns im Trenngebiet, was dann für die Messgebietsauswahl ja schon auch eine Einschränkung ist. Gerade auch für ein Altbaugebiet, weil der größte Teil innerhalb des Mischgebiets liegt. Aber wir sind fündig geworden. Der Professor Uhl heute Vormittag hat sehr schön gezeigt, welche Schritte man alle machen sollte, um Messstellen auch zu identifizieren. Da habe ich mich ganz gut wiedergefunden mit dem, was wir gemacht haben. Also in den Karten zu gucken, vor Ort zu gucken. Da kann man viele spannende Sachen finden. Aber das führt jetzt leider zu weit. Auch Überraschungen natürlich und dann letztendlich auch zu modellieren, wie viel Wasser kommt jetzt an meiner ausgewählten Messstelle wirklich an. Die Zeit haben wir uns genommen, es hat auch einige Monate gedauert, aber die Zeit war gut investiert und wir haben für jedes dieser fünf Einzugsgebiete eine Messstelle ausgesucht. Ein Altbaugebiet im ehemaligen Ostteil der Stadt mit diesen typischen Berliner Altbauten. Fürs Neubaugebiet, für ein Plattenbaugebiet, 30 Hektar ist Altbau, 17 Hektar ist Neubaugebiet, also schon ja, so groß, wie wir homogene Einzugsgebiete finden konnten. Ein Einfamilienhausgebiet, klar, viel Grün, Gärten, demgegenüber Gewerbegebiet, charakterisiert durch auch große Flachdächer und versiegelte Hochflächen. Und für den Straßenablauf mal ein 1,3 Kilometer Straßenabschnitt wird auch Kreuzungsbereich und Bushaltestelle, also recht typisch für eine Hauptverkehrsstraße Berlin. Und last but not least wurde an einer Messstelle auch das Gewässer beprobt, ein Gewässer beprobt, und zwar die Panke, dazu später noch ein bisschen mehr. Pro diesem Einzugsgebiet wurde diese installierte Messstelle wurde durch solche portable Probenehmer realisiert. Von oben, die wurden sozusagen direkt in den Schacht gehängt, hier mit offenem Schachtdeckel über diese Kreuzstruktur hängt der quasi drin. Zusätzlich wurde ein Wasserstand und Geschwindigkeit für einen Durchfluss gemessen, damit man auch weiß, wie viel Wasser dort ankommt. Wenn nun der Wasserspiegel steigt, zu einem bestimmten Schwellwert von 10 cm, den geprobt werden kann, beginnen sich die Probenehmer ihre Arbeit und füllen bis zu 8 2 Liter Glasflaschen. Die maximale Beprobungsdauer war 4 Stunden, was zumindest für Berlin für das beprobte Jahr mehr als 70% der Regenereignisse zugetroffen hat. Und Beprobungsstrategie war, volumenproportionale Mischproben zu analysieren, sodass man sozusagen eine mittlere Konzentration, die das sozusagen der mittlere Wert für das gesamte Regenereignis repräsentiert. Ich will nicht alle Substanzen nennen. Es sind über 100 Parameter analysiert worden in verschiedenen Gruppen. Die Gruppen zumindest will ich kurz vorstellen. Phthalate als Weichmacher, Organophosphate werden als Flammschutzmittel und auch Weichmacher mit eingesetzt. Große Gruppe an Bioziden, Pestiziden, Industriechemikalien,
PHK, Organozinverbindungen, PCP, PBDE sind auch Flammschutzmittel, Schwermetalle, das ist Nikotin, einige Abwassertracer für Fehleranschlüsse und natürlich auch Standardparameter. Es wurden insgesamt 140 voluproportionale Mischproben in diesen 5 Einzugsgebieten genommen, davon 90 auf Spurenstoffe analysiert, das war rein sozusagen der Budget mit Vorgabe, also weswegen wir nicht alle auf Spurenstoffe analysiert haben, aber wir haben letztendlich mehr Proben bekommen, als wir messen konnten und wollten die jetzt nicht wegschmeißen und haben deswegen noch einen reduzierten Satz Schwermetalle und Standardparameter auch noch weitere Proben gemessen. Als erste Zahl von den 106 analysierten Parametern haben wir 77 wenigstens einmal irgendwo detektiert. Das ist schon mal eine Zahl, die größer war, als wir uns vorher vorgestellt hatten. Da auch einige dabei waren, die jetzt nur mal vereinzelt und sogar zu einer Bestimmungsgrenze waren, ich mache noch eine zweite Zahl, 52 Parameter beim 52 Parametern war mehr als ein Drittel der Probengröße der Bestimmungsgrenze, also etwa der Hälfte der Parameter. Also man hat eine ganze Menge gefunden. Und als erstes mal so eine ganz so grobe Einordnung, wo man da konzentrationsmäßig liegt, wenn man einfach über alle Proben, egal welches Einzugsgebiet, so Mittelwert bildet. Da sind wir ganz unten, gibt es Gruppen, die wir gar nicht gefunden haben, also zumindest nicht über der Bestimmungsgrenze. Das waren Organozinverbindungen, PCB und PBDE. Am anderen Ende der Skala, nicht ganz verwunderlich, AFS und CSB mit über 100 Milligramm pro Liter. Schon zwei Größenordnungen drunter, das Schwermetall mit der höchsten Konzentration Zink ist jetzt auch nicht so ganz verwunderlich. Und Kupfer mit etwa 200 Mikrogramm. Dann der organische Spurenstoff mit den höchsten Konzentrationen im Mittel war DDP plus DNP, das sind Phthalate, die heutzutage zunehmend das DEHP ersetzen und auch in Mengen deswegen eingesetzt werden. Und alle weiteren sind dann drunter, so welche wie Nikotin, DEHP, das DBEP ist ein Organophosphat und die Summe der PHK liegen im Mittel alle so etwa bei 1 Mikrogramm pro Liter und die anderen dann so zwischen 0,1 und 1. Wie Mecoprop oder Glyphosat, Benzothiazole, die waren so bei im Schnitt alle etwa bei 0,5. Als Beispiel für die Vielfalt habe ich eine Gruppe, gut auch die größte Gruppe, rausgesucht. Das sind die Biozide. Da wurde von den 16 analysierten von den 20 analysierten 16 detektiert, die hier aufgeführt sind. Die zeigen sich so grob in zwei Bereiche: Pflanzenschutzmittel und Biozide. Ein paar Beispiele: das Mecoprop, das in Bitumenbahnen erwähnte, zugesetzte. War das Biozid mit den höchsten Konzentrationen, die wir gefunden haben, mit Maximum bis knapp 7 Mikrogramm pro Liter in Einzelproben. Dann den Bereich der Biozide, die zu Fassaden und auch Dachfarben zugesetzt werden, Dioron, Terbutrin, Algizide oder Fungizid wie das Carbendazim oder auch die Isothiazolinone. Und bei Pflanzenschutzmitteln als Beispiel das Glyphosat, das von diesem Teil die höchsten Konzentrationen gezeigt hat. Ja, wie sieht das nun zwischen den einzelnen Einzugsgebieten aus? Ich habe einige Stoffe als Beispiel mal mitgebracht. Insgesamt sind natürlich viel zu viel, um alles vorstellen zu können. Das Mecoprop wurde in gut allen Einzugsgebieten gefunden, außer im Straßenablauf. Was durchaus Sinn macht, sage ich mal, weil im Straßenablauf keine Dachflächen entwässern, sondern aber eben wirklich nur Straßenablauf. Aber gerade wenn man misst, ist es ja doch auch immer schön zu sehen, wenn die Ergebnisse dann auch sinnvoll oder plausibel sind hinterher. Die höchsten Konzentrationen wurden auch im Altbau- und Neubaugebiet gefunden, was sich damit auch begründen lässt, dass der Anteil an Bitumendachfläche in diesen beiden Einzugsgebietstypen auch höher war als in den anderen beiden. Ja, das hat uns beim Altbau schon erstmal ein bisschen verwundert, weil wenn man sich das von unten betrachtet, dann sieht man eher so die Ziegeldachflächen an der Seite, die Ziegeldachseiten, aber oben sind die eben durchaus flach und einfach Bitumenfläche. Das ist ein Foto aus unserem Einzugsgebiet oder eine Draufsicht. Das zweite Beispiel ist das Carbendazim, ein Stoff, der als Fungizid unter anderem auch Fassadenfarben zugesetzt wird, um zu verhindern, dass sie unschön aussehen. Dies wurde auch im Altbaugebiet am meisten gefunden. Das hat meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach damit zu tun, dass dieses Gebiet im ehemaligen Ostteil der Stadt
in den letzten Jahren ziemlich viel renoviert und saniert wurde, sodass die meisten Häuser jetzt so aussehen und auch Fassadendämmung gemacht wurde. Und unter diesen Bedingungen dann solche Farben notwendig sind, um diesen Schimmelbewuchs gerade, der auch gerade verstärkt auftritt, an einer gedämmten Fassade zu verringern oder vermindern. Das Glyphosat ist mehr oder weniger so in allen Einzugsgebieten gefunden worden. Da fallen nur auf, dass so ziemliche Peaks-Spitzen da waren. Das haben wir uns auch näher angeguckt. Hier sind mal ein paar Einzelwerte drin. Und dass man sehen konnte wirklich, dass so an, das ist hier ein Tag, der 13.06., zwei Ereignisse an dem Tag, plötzlich mal zehnmal so viel drin war. Wir waren aber im Pflanzenschutzamt und haben mal geguckt, gefragt, ob es nicht vielleicht wirklich eine durch die BSR durchgeführte Anwendung in einer der am Einzelgebiet liegenden Straßen gab. Und das war tatsächlich der Fall. Die meinten aber auch, dass auch vermutet wird, dass über so private Anwendungen durchaus auch gerade so im Einfamilienhausgebiet das mit ins Regenwasser gelangt. Das DEHP wurde im Straßenablauf am meisten gefunden, in Konzentrationen, in Median immerhin so von 2 Mikrogramm pro Liter und Maximalkonzentration von über 10. Warum Straßenablauf? Haben wir uns auch ein bisschen gefragt. Ich habe dann eine Anwendung gefunden, die da durchaus auch Sinn macht, mir auch vorher auch nicht so bewusst war. Und zwar werden sogenannte Plastisole, das sind Plastematerialien, die einen besonders hohen Weichmacheranteil von über 50% haben, so eine pastösen Massen sind, die werden als Unterbodenschutz von Fahrzeugen eingesetzt. Und dann wundert es mich vielleicht nicht mehr ganz so sehr, dass im Straßenablauf da so recht hohe Konzentrationen gefunden werden. Na, jetzt. Gut, PAKs, auch verkehrsbürtig, haben wir quasi mit bestätigt. Und das Nikotin war eine der auch wenigen, wo wir keine signifikanten Unterschiede zwischen den Einzugsgebieten gefunden haben. Gut, im Straßenablauf ist der Balken auch noch höher. Gehwege, Bushaltestellen sind doch viel zu finden, aber natürlich haben wir auch das in den Wohngebieten und in den Einzugsgebieten selber sind natürlich auch Straßen und Gehwege drin. Im Gewässer haben wir die Panke genommen, und zwar, es ist zwar ein kleinerer Fluss, aber einer, der relativ viel Regenwasser ableitet. Und da war die Beprobungsstrategie ein bisschen anders, und zwar wurden sozusagen die Peaks sollten gemessen werden, um zu sehen, wie sozusagen die Maximalbelastung im Gewässer dann aussieht. Da wurden 25 Stichproben genommen, 20 bei Regen, 5 bei Trockenwetter, und nur eine Darstellung dazu. Aufgetragen in logarithmischer Darstellung als Punkte die Trockenwetterproben und als Boxplots die Regenwetterproben. Hier vorne das Zink als Beispiel zum Vergleich, quasi wie sich das auch größenordnungsmäßig einordnet. Da sind wir bei 200 irgendwas Mikrogramm pro Liter bei Regenwetter und etwa so eine Größenordnung zwischen Trocken- und Regenwetter. Bei den anderen Stoffen, die Beispiele, die ich herausgesucht habe, PAK, DHP, Nikotin, Glyphosat, Carbendazim und Mecoprop, überall sieht man, dass es etwa eine Größenordnung zwischen Trockenwetter und Regenwetter gibt. Also die Konzentration liegt im Regen bei Gewässern für viele Spurenstoffe deutlich höher. Wie sind jetzt diese Konzentrationen relevant oder nicht? Haben wir uns natürlich gefragt. Wir haben das uns angeguckt, indem wir einmal geguckt haben, was sind Stoffe mit besonders hohen Konzentrationen, so mehr als 10 Mikrogramm pro Liter. Das sind diese drei organischen und diese drei anorganischen. Dann spannender ist natürlich schon, wie sieht das im Vergleich zur Umweltqualitätsnorm aus, der EU-Richtlinie, Oberflächengewässerverordnung. Da sind doch eine Reihe, die zumindest die Mittelwerte der Einzugsgebiete diese Umweltqualitätsnorm jetzt im Regenwasserabfluss überschreiten. Bei den Toxizitäten kommt das Nikotin noch dazu, was jetzt nicht geregelt ist, aber auch zumindest über PNEC-Werten liegt. Und im Gewässer dann bei der Panke fallen schon noch ein paar raus, es verdünnt sich weiter. Teilweise zumindest beim DEHP waren nur Einzelkonzentrationen überschritten. Da ist keine zulässige Höchstkonzentration definiert, sondern nur eine Durchschnittskonzentration. Und da sind von 1,3 Mikrogramm pro Liter und die wird nur von Einzelwerten überschritten. Carbendazim und Mecoprop sind noch überschritten, die Hyoterbutrin im Gewässer dann nicht mehr. Noch einige PAKs und auch Zink und Kupfer. Das sind Umweltqualitätsnormvorschläge des UBA, die Zink und Kupfer betreffend, gelöst zumindest.
Also ja für einige Substanzen. Für die Frachten wurde dann für jede Blockteilfläche, also räumlich recht hoch aufgelöst, der Abfluss berechnet. Dafür wurde ein Modell der Senatsverwaltung verwendet, ABIMO, was also sehr genau betrachtet, was gelangt und wirklich von welcher Fläche als Abfluss. Und für die Konzentration haben wir unsere Ergebnisse des Messprogramms genommen, mit der Annahme, großen Annahme natürlich, dass unsere Ergebnisse, unsere Einzugsgebiete repräsentativ für alle Altbaugebiete zum Beispiel sind. Was eine Einschränkung ist, aber für Abschätzungen reicht das in unserem Sinne allemal aus. Wie sieht das erstmal volumenmäßig aus? Regenwasserabfluss kann über diese drei Pfade ins Gewässer gelangen. Direkt Regenabfluss im Trennsystem, über Mischwasserüberläufe und Klärwerke im Mischsystem. Und gut, 2/3 oder 70% etwa über Regenwasserabfluss in Berlin. Wenn man dem jetzt gegenüberstellt, was kommt über die Klärwerke an Schmutzwasser noch dazu, dann ist das 3-mal so viel. Deswegen ist also gerade auch dieser Frachtvergleich recht interessant. Gut, das gereinigt, das ungereinigt. Bei den Standardparametern, wenn man sich jetzt erstmal nur die Regenwasserpfad anguckt, den Regenwasserabfluss, dann zumindest mal eine Einordnung zu den Größenordnungen, AFS bis knapp 10 Millionen Kilogramm pro Jahr, 10.000 Tonnen, das war doch eine Zahl, die mich erstmal ganz schön beeindruckt hat. Im Vergleich dann zum Schmutzwasser sieht man erstmal so grob gesehen, okay, sie sind doch relativ so ähnlich, schon auch Unterschiede, das ist eine logarithmische Darstellung, also beim AFS zum Beispiel haben wir einen deutlich größeren Eintrag über das Trennsystem, bei anderen Stoffen wie den Nährstoffen überwiegt der Eintrag über die Klärwerke. Interessanter nun ist, wenn man sich die Spurenstoffe anschaut, da sieht man zum einen, okay, verfrachtmäßig liegt man da schon ein paar Größenordnungen drunter, also so bei etwa 1 bis 1000 Kilogramm pro Jahr, wobei 1000 bei diesem Phthalat, DIDP plus DIMP, höchstens 1902 auch die höchste Kraft, Fracht ergeben hat. Interessanterweise etwa gleich verteilt, weil diese Stoffe auch über Schmutzwasser ins Gewässer gelangen. Das gleiche gilt auch für DEHP oder auch das TWEP, die also gleich gefracht etwa sind. Bei den Bioziden, die kommen nur übers Regenwasser rein. Über das Mischsystem haben wir halt dann auch einen Eintrag bei den Pfaden übers Klärwerk, weil die auch schlecht abgebaut werden. Und Nikotin ist auch etwa gleich verteilt. Und bei den, das sind jetzt zwei schmutzwasserblutige Substanzen, Arzneimittelrückstände, die ich hier mit aufgenommen habe, die natürlich hauptsächlich übers Klärwerk kommen, um zu zeigen, dass die Frachten solcher Stoffe, die jetzt nun über dieses große Volumen eingetragen werden, durchaus im gleichen Bereich liegen wie jetzt die übers Regenwasser eingetragenen Spurenstofffrachten. Ja, damit komme ich dann auch zum Fazit meines Vortrages. Also wir haben einen ganzen Cocktail an Spurenstoffen im Regenwasserablauf gefunden. Für viele Stoffe hat sich ein recht großer Einfluss der Stadtstruktur auf die Konzentration gezeigt. Die Frachten sind so grob gesehen, kann man sagen, vergleichbar mit schmutzwasserblutigen Spurenstoffen, wobei für einzelne Gruppen der Regenwasserabfluss dominiert. Ich hatte es gezeigt, die Biozide sind dabei, auch Schwermetalle und PAK. Da schon ein Teil des Regenwassers im Mischsystem zumindest über die Kläranlagen auch mit gereinigt wird und auch wir im Regenwasserstoffe haben, die auch über das Schmutzwasser reinkommen, kann man schon auch sagen, dass Klärwerke schon ein wichtiger Pfad für viele Stoffe sind, wenn auch nicht für ganz alle. Und last but not least sind einige Spurenstoffe im Regenwasserablauf und auch in der Panke überschreiten die Umweltqualitätsnormen für Gewässer. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch bei einer ganzen Reihe von Leuten, die dazu beigetragen haben, dass solche tollen Ergebnisse zustande kommen konnten. Als Projektleiter ist es immer schön, die zu zeigen, aber alleine käme man da nicht weit. Gerade auch die Studenten, die heute auch schon mal erwähnt wurden, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Monitoring durchgeführt werden konnte und auch von BWB und Senatsverwaltung, Stadtentwicklung und Umweltschutz. Vielen Dank. Daniel, ganz herzlichen Dank für den spannenden, sehr anschaulichen Vortrag. Aus Berlin kommen wir zum nächsten Vortrag. Es geht um die Mischwasserentlastung von Marie Lonel.
mein Französisch zu entschuldigen. Aber ich freue mich, dass es genau in das gleiche Thema sehr gut sich einfügt. Eigentlich, Daniel hat schon den Boden bereitet für die Entlastung. Insofern, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die nette Einführung. Ja, es ist auch gut, dass Daniel viel vorgestellt hat. Er muss nicht über komische Namen und Stoffe reden. Ja? Er hat ja schon alles gesagt. Aber wir springen jetzt trotzdem von Trennsystem in Mischsystem. Ja? Das ist wichtig, das im Kopf zu haben. Und ich werde dann über Spurenstoffemissionen aus Mischwasserentlastungen sprechen. Ja? Was sagen uns die Messdaten bezüglich zeitlicher Variabilität? Also zur Gliederung meines Vortrags, natürlich am Anfang die Motivation und Fragestellung der Studie, ja, warum machen wir das überhaupt? Dann zur Methodik und Untersuchungsprogramm. Und dann, ja, das Spannende, Wichtigste, die Messergebnisse und die Diskussion und dann Zusammenfassung und Ausblick. Also zur Motivation und Fragestellung. Also vielen Dank, Daniel, für deinen Vortrag. Man hat jetzt ganz schön gesehen, dass Einträge aus Kläranlagen und Regen- und Mischwassereinleitungen sind eine bedeutsame Antragsfall der organischen Spurenstoffe ins Gewässer, ja, die man schützen soll. Aber diese Einträge führen zu Konzentrations- und Frachtspitzen im Gewässer. Und für manche Stoffe gibt es doch Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen. Ja. Und deshalb gibt es einen hohen Handlungsbedarf zur Reduktion der Einträge von Spurenstoffen im Gewässer. Deshalb diese ganze Studie, also wir haben von der Stadt Stuttgart dann die, also den Auftrag bekommen, zu messen, um eigentlich am Ende eine Bilanzierung zu haben, eben ein bisschen dann wie in Berlin, aber ohne Trennsystem, weil auf unserem Gebiet gibt es nur Mischsystem. Also was kommt aus der Kläranlage, was kommen aus Mischwasserentlastungen, da hat man die Bilanzierung für viele Spurenstoffe und dann von diesen Ergebnissen haben wir Szenarien entwickelt, also verschiedene Szenarien bezüglich Kanalnetz, Kläranlage, eine Kombination von beiden, um also eben konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. So, die Ergebnisse habe ich aber letztes Jahr bei der Agrourbanica in Stuttgart vorgestellt. Also für die Leute, die Interesse haben, es gibt dann die Ergebnisse also schon vom letzten Jahr. Und jetzt, ich habe einen Teil genommen und es geht dann spezifisch, weil danach habe ich mir gemerkt in der Literatur, okay, wir wissen einfach zu wenig über die Variabilität von Spurenstoffemissionen aus Mischwasserentlastungen. Klar, zwischen Entlastungen, warum ist das so, aber auch innerhalb von Mischwasserentlastungen, ja? Wie sieht die zeitliche Dynamik aus? Und das werde ich aber jetzt zeigen. Also zur Methodik und Untersuchungsprogramm. Hier seht ihr den Einzugsgebiet, ein Abwassersystem. Also das ist ein Einzugsgebiet in der Nähe von Stuttgart, ja? 35 Quadratmeter groß, mit einem abflusswirksamen Flächeanteil von 50%. Wie gesagt, ein Mischsystem entwässert. Und wo ist die? Genau. Da hat man also Fluss in Fließrichtung und im Gebiet haben wir eine Kläranlage, ja, mit einer Ausbaugröße von 160.000 EW. Das ist so also Belebungsanlage und im Gebiet überall befinden sich 16 Regenüberläufe und 21 Regenüberläufe. Und für die Messkampagne, wir haben an den vorgeschalteten RUB vor der Kläranlage gemessen. Also wir haben an einem Entlastungsbauwerk gemessen. So, was haben wir gemessen? An diesem Überlauf des vorgeschalteten haben wir auch genommen, weil dieses Becken eine deutliche höhere Überlaufaktivität hat als die andere, deshalb wurde ausgewählt. Wir haben im Jahr 2014 diese Messungen durchgeführt. Und von 32 Überlaufereignissen haben wir 7 beprobt. Die Probenahme erfolgte volumenproportional. Ja. Der Startsignal war von der Startentwässerung gegeben, also zum Probenehmer, ab einem bestimmten Füllstand im Becken. Ja. Und wir haben dann jede 300 Kubikmeter in Entlastung wurde eine Probe genommen. Hier sieht man die 7 also die Charakteristika von diesen 7 Mischwasserentlastungen, die wir beprobt haben, von Juli bis Oktober mit verschiedenen Charakteristika, das war das Ziel, dass es eher repräsentativ ist. Ja. Man sieht die Entlastungsmenge von eben 900 bis 61.000 Kubikmeter und
von knapp über eine Stunde, also über mehr als so 10 Stunden Entlastung. Und wir haben für die letzte Entlastung im Oktober, wir haben da unser Messprogramm ein bisschen geändert und wir haben da, um eben diese zeitliche Dynamik innerhalb einer Mischwasserentlastung, wir haben da während der ersten 4 Stunden Probe genommen. Deshalb wurde dann nicht die ganze Menge erfasst. Leider ist es also, man kann nicht planen, wie lange die Überlastung, die Entlastung sein wird. Aber wir haben 83% der Menge erfasst und da haben wir jede 2 Minuten Probe genommen. So, und eine wichtige Sache für die Auswertung. Es gibt einen interessanten Ansatz, Mischungsrechnung zu machen mit der Leitfähigkeit. Damit man sagen kann, in jeder Probe, was für einen Schmutzwasseranteil habe ich und was für einen Regenwasseranteil habe ich. Und dann man sieht, dass in der Entlastungen, man hat einen Regenwasseranteil von also über 70-95%. Und das ist eigentlich vergleichbar mit der Literatur, also was man da doch so ja, findet als Ergebnis. Wie sah das konkret aus? Weil das war eben nicht so trivial, auch da Probe zu nehmen. Wir haben in diese Betriebshütte vom RB den Probenehmer installiert, ein Loch gebohrt im Wand, dass man diese Probenehmerschlauch ja, dann bis zu also Deckel hat. Und da hat man unmittelbar vor der Schwelle des Überlaufs die Probe genommen. So, also ungefähr 15 cm unterhalb der Schwelle sieht man hier. Und wir haben also diese volumenproportionale Beprobung, klar, man muss auch den Durchfluss ermitteln, deshalb hat die Firma Nivus einen Auftrag bekommen, auch die eine, also auch mit Kombisensoren, eine Durchflussmessung zu installieren im Entlastungskanal, die auch zu Probenehmer, also dass dieses Signal auch zu Probenehmer kam und da eben eine volumenproportionale Beprobung zu ermöglichen, genau. Das war nicht so trivial, dass es alles klappt. Das hat schon Monate gedauert und dann auch der Techniker von Max, also jetzt okay, ich bin bei Werbung, mache ich weiter. Der Techniker von Max war auch 2-mal da, um den mit uns, also den Probenehmer zu programmieren, dass man doch die erste Probe zeitproportional genommen hat, weil die Durchflussmessung, es kam noch nicht genug Wasser, dass da ein genaues Signal da kam, also das war nicht so trivial, aber am Ende hat es geklappt, aber das war aufwendig. Zur Auswahl der Substanzen, also eben diesen barbaren Namen, ich will auch jetzt nicht die alle nennen, deshalb habe ich einfach schöne also Farben pro Gruppe so gemacht, ja, dass es ein bisschen schöner wird. Welche Substanzen haben wir ausgewählt, die sind dann auch vergleichbar, ja. Aber klar, da wir im Milchsystem sind, die schmutzwasserbürtige Substanzen waren auch wichtig. Das heißt, wir haben pharmazeutische Wirkstoffe untersucht, Röntgenkontrastmittel, Personal Care Products, Genuss- und Nahrungsmittel, wie also Kaffee, Koffein zum Beispiel, Biozide, Herbizide, Industriechemikalien, PCBs und die 16 EPA-PAKs. Natürlich war wichtig für uns, um diese Liste zu haben, dass diese Stoffe repräsentativ sind für unterschiedliche Antragsquade, also für Schmutzwasser, Regenwasser, bürstige Substanzen und für chemische und physikalische Eigenschaften. Ja. Und zur Analytik, wir haben noch dazu die Standardparameter gemessen und diese komplette Liste. Genau, es geht um 69 Spurenstoffe. Ganz wichtig ist, wir haben auch homogenisierte und filtrierte Probe gemessen. Dadurch haben wir die Phasenverteilung. Ja. Das ist auch ganz wichtig für die Auswertung, komme ich nochmal später dazu. Und das Zentrallabor der Stadtentwässerung Stuttgart hat die Probe analysiert auf Spurenstoffe. Wir haben über Geld gesprochen, da will ich dann nur erläutern. Wir haben, ich glaube, also mehr über 250 Proben, ja, für 70 Stoffe. Und dann, das war schon eigentlich so ein Deal, dass das Zentrallabor sagt, okay, wir geben uns die Mühe, dass man doch hinkriegt, diese Stoffe zu analysieren und dann sind die dann konkurrenzfähig, um dann für spätere Aufträge dann also Spurenstoffanalytik zu machen. Also jetzt komme ich zu Ergebnissen. Hier sieht man
für ausgewählte Stoffe die mittlere Entlastungskonzentration in Mischwasserentlastung. Ja, also pro Entlastung haben wir die verschiedenen Konzentrationen und rechts dann im blauen Blaubalken sind die Medianwerte im Schmutzwasser. Also was sieht man? Es gibt eine hohe Variabilität, ja, von Konzentration in Entlastung, ja, stoffabhängig, ja, auch dann also entlastungsabhängig. Ja. Und was man da sieht, zum Beispiel die drei Erste, die sind dann Arseinmittel, also die man eigentlich nur im Schmutzwasser findet. Ja. Also man sieht, die Konzentrationen variieren stark, klar, also entlastungsabhängig, aber die Konzentrationen sind immer viel, also geringer als im Schmutzwasser, also bei Trockenwetter. Das ist durch die Verdünnung durch Regenwasser zu erklären. Ja. Andererseits, also ich nehme zum Beispiel die Iron, weil es wurde schon auch im Vortrag von Daniel erwähnt, da ist im Schmutzwasser also eine sehr geringe Konzentration und durch den Antrag von also Oberflächeabfluss sind natürlich die Konzentrationen viel höher. So, jetzt, wie sieht es aus für alle Stoffe, also für diese 69 Parameter? Ja? Von den 69, drei wurden nicht gefunden. Und da dargestellt ist das Verhältnis der Konzentration in Mischwasserentlastungen und im Schmutzwasser, also bei Trockenwetter. Und da haben Sie die schmutzwasserbürtige Stoffe, also für die 7 Mischwasserentlastungen. Ja? Und das heißt, die Stoffe, wenn dieses Verhältnis unter 1 ist, da kann man von Verdünnung sprechen, ja, dass die Konzentrationen sind viel niedriger, weil das Wasser, weil durch Regenwasser wird halt verdünnt. Und für andere Stoffe sieht es anders aus, eben die Biozide zum Beispiel, also nehme ich wieder die Iron, ja, die, dieses Verhältnis ist viel höher als 1, also dazwischen 2 und 30, es ist auch eine logarithmische Skala. Da sieht man, dass der Einfluss von Regenwasser viel wichtiger ist. Ja. Und nur für ein paar Stoffe, also das sind die zwei Haupttendenzen, und nur für ein paar Stoffe waren diese Verhältnisse eigentlich um 1, aber also wie, also zum Beispiel Carbendazim wurde auch erwähnt, das heißt, da spielt Regenwasser auch eine wichtige Rolle, aber also Schmutzwasser auch, und da habe ich auch recherchiert, und das doch als Fungizid, es wird auch in Pflegeprodukten, also in Hausmittelprodukten verwendet, und deshalb also findet man, dass es, dass da auch beide Antragspfade doch relevant sind. Ja? Und als Vergleich, also diese Kreuzen, da, die sind auch von einer Studie in Paris. Ich muss was von meiner Heimat mitbringen, dass es doch mehr international ist. Also ein Forschungsteam aus Paris haben diese Ergebnisse dargestellt und man sieht, dass es ganz, also ganz gut, also passt mit den Ergebnissen oder mit dem Verhältnis, sieht man eher unter 1 oder oben 1, dass es gut zusammenpasst. So, jetzt, ich habe schon am Anfang gesagt, oh, die Leitfähigkeit ist ein wichtiger, aber einfacher Parameter, um dort den Schmutzwasseranteil in Mischwasserentlastungen zu berechnen. Und da sieht man die Ergebnisse, also der Schmutzwasseranteil in Mischwasserentlastungen berechnet mit der Leitfähigkeit. So. Also schwankt also pro Mischwasserentlastung, ja, unsere 7 Mischwasserentlastung. Und wenn man sieht, das schwankt zwischen okay, 5% und 27%. Aber dann, klar, ich habe doch auch Ergebnisse für schmutzwasserbürtige Substanzen. Und wenn die doch, wenn man davon ausgeht, dass sie sich konservativ verhalten und also bei dem ja nichts passiert und man kann die in Oberflächeabfluss nicht finden, sollte man eigentlich auch diese Schmutzwasseranteil doch auch so berechnen, ja? Das habe ich gemacht. Und man sieht für ein paar Stoffe, also Carbamazepin und Naproxen, Ibuprofen, Diclofenac sind Arzneimittel, Sucralose, ja, also Genussmittel, also, und genau, und Koffein. Und da man sieht, also wenn es 1 zu 1 doch passt, dass man den Schmutzwasseranteil berechnen muss, muss man auf der geraden Linie sein. Und das ist eine Abweichung von 25%, was für Sporenstoff dann Ergebnisse doch schon okay ist. Und wie man sieht, für viele dann Stoffe, es passt doch relativ gut, halt für Carbamazepin nicht.
So. Und dann ist die Frage, okay, warum ist das so? Also, das heißt, für diese Stoffe, zum Beispiel Naproxen, Ibuprofen, Diclofenac, ist ja okay, man kann das nehmen, das heißt, man kann die Leitfähigkeit nehmen vielleicht, also Ersatzparameter, um das Verhalten von diesen schmutzwasserdürftigen Substanzen zu studieren. Ja? Da komme ich später dazu, aber für Carbamazepin, das klappt nicht. Dann ist die Frage, warum? Wenn der Schmutzwasseranteil überschätzt wird, das heißt, okay, man findet viel mehr Carbamazepin, als es sein soll im Schmutzwasser bei Trockenwetter. Und da ist eine Idee, dann kann es sein, dass durch Carbamazepin im Kanal gespeichert wird und dann remobilisiert wird bei Regenereignissen, ja, mit Spülstoße. Das ist jetzt eine mögliche Erklärung. Jetzt, wie sieht es aus mit prioritären Substanzen? Die sind wichtig, ja, weil es geht darum, dass diese UQN-Werte auch angehalten wird im Gewässer. Das ist dann wichtig. Da ihr seht den relativen Beitrag zu Gesamtentlastungsraten. Also ich habe, das ist Mittelwert von meinen 7 Mischwasserentlastungen. Ja. Also ich habe 100% von Emissionen von Carbamazepin, aber was ist mein Anteil von Schmutzwasser und mein Anteil von Regenwasser, Regenwasserabfluss, das heißt Oberflächeabfluss, aber auch die Prozesse im Kanal, die damit verbunden sind. Ja? Also wenn man sich die Menge anguckt, ich hatte schon erwähnt, dass man im Mittel ungefähr fast 90% Regenwasser hat, ja, und 10% Schmutzwasser. Und für Carbamazepin hat man schon dann gesehen, dass es doch ein Anteil von Emissionen von Regenwasser kommt. Also das heißt eher von Prozessen im Kanal. Für die anderen prioritären Stoffe, also die Biozide, gibt es also als prioritäre Stoffe diese Industriechemikalien und die PRKs. Da sieht man, dass natürlich ein wesentlicher Beitrag durch Regenwetter ist. Ja? Wenn man sich die Frachten anguckt, dass dort für die Biozide und für die PRKs, dass über 90% der Frachten durch Regenwetter beigetragen werden. Aber da ist wieder dieser Gesamteinfluss von Oberflächeabfluss und Prozesse im Kanal. Für meine Messungen, ich kann das nicht differenzieren. Ja? Ich kann nur sagen, ich kann das teilen vom Schmutzwasser- und Regenwasseranteil, aber es ist eine wichtige Frage. Und zum Beispiel nehmen wir DHB, weil es wurde Daniel jetzt auch erwähnt, die UQN werden überschritten, ja, häufig. Deshalb ist es wichtig, zum Beispiel, dass man da sich Gedanken macht, okay, warum, also woher dann kommen diese hohen Frachten? Und bei DHB über 60% kommen doch durch Regenwetter und da, also er hat es auch gezeigt, im Oberflächeabfluss findet man diesen Stoff in sehr hoher Konzentration. Ja? Aber es gibt auch Literaturstudien, die zeigen, DHB adsorbiert. Ja? Das heißt, es ist auch klar, dass im Kanal DHB adsorbiert wird und dass Remobilisierung eine wichtige Rolle spielt. Aber das zu quantifizieren, ja? Das könnte ich nicht machen, aber es ist eine wichtige Frage für zukünftige Forschung. So, und jetzt komme ich zu Variabilität innerhalb von Mischwasserentlastungen. Ja, wir haben, wie gesagt, für dieses Ereignis, für die ersten 4 Stunden, also da ist diese Durchflussganglinie von der Entlastung, wir haben für die 4 erste Stunden 12 dann Mischproben dann gehabt am Ende. Und mit der Leitfähigkeit, wieder mit diesem Ansatz mit der Leitfähigkeit, habe ich den Schmutzwasseranteil berechnet. Also da sieht man die Dynamik, ja, und da ist der Schmutzwasseranteil zwischen den 3 und 11% ist. Also man sieht dann die Dynamik und das ist da korreliert mit der dann Entlastungs-, also Menge gesamt. So. Das ist jetzt mit der Leitfähigkeit. Aber wieder, ich nehme mein Schmutzwassersubstanzen und da muss ich doch auf ein ähnliches Ergebnis kommen. Da sehen Sie wieder, also die Ibuprofen und die Diclofenac, Arzneimittel, dass es relativ auch gut passt. Und diese, also Problemstoff, sage ich mal, Carbamazepin. Okay, da man sieht, und insbesondere bei den ersten 2 Proben,
dass es da wieder gar nicht passt und deutlich überschätzt ist. Ja? Und da war es wieder, okay, könnte sein, dass Carbamazepin doch im Kanal gespeichert wird und remobilisiert wird. Ja? Wie könnte man das prüfen? Wir haben ja, habe ich auch gesagt am Anfang, wir haben die Phasenverteilung. Ja? Es ist möglich, dass wir sagen, okay, dann welcher Anteil ist gelöst oder an Partikel gebunden. Könnte das erklären, dass am Anfang der Entlastung, auch mit dieser dann Spülstoßgeschichte, dass da Carbamazepin remobilisiert wird. Und da, tada, ha, was sieht man? In der zwei ersten Probe. Ja, das ist mein tolles Ergebnis. Also, im Schmutzwasser, wir haben so ungefähr 10% also partikelgebunden Carbamazepin, das ist eher gelöst. Ja? Also das ist keine neue Sache, aber tatsächlich bei der zwei ersten Probe haben wir so 30-35% an Partikel gebunden. Was ist doch eher also validiert, dass Carbamazepin, dass die Einträge, dass Prozesse im Kanal einen Einfluss haben auf die Carbamazepin-Einträge. Das bis jetzt als Schmutzwasserstoff also eigentlich noch nicht so erläutert wurde. So. Und diese, jetzt ich habe für andere Stoffe, die Konzentrationsganglinie, also das ist diese Durchflussganglinie, und dann die Konzentration. Also Diclofenac ist ein Arzneimittel, schmutzwasserwürdig, und Dioron und Florentin, wurde auch schon von Daniel erwähnt, von Oberflächeabfluss her, also angetragen ja, im Kanal. Und man sieht, klar, dass die zeitliche Dynamik der Konzentration ganz anders ist. Okay, es ist auch logisch, wenn man sich eben die Antragspfade anguckt. Und man sieht, dass dieser Diclofenac, dass dieser Verlauf gut mit dem Schmutzwasseranteil passt, mit der Verdünnung. Ja? Und im Gegenteil, die Konzentrationverläufe von Dioron und Florentin doch mit dem also Regenwasseranteil, ja, das ist dann sich anders verhält. Ja? Und wie sieht es aus mit den Frachten aus? Ja, da haben dann die Frachten dann eben in Milligramm pro dann 20 Minuten pro Probe. Für Diclofenac, man sieht, dass die Frachten sich um also ein Doppelte, also zwischen 45 und 90 Milligramm pro 20 Minuten bewegen. Das ist eher relativ konstant, was man sich mit der relativen Konstant im also Input im Abwassersystem ja, vorstellen kann. Und zum Gegenteil, man sieht, dass für die oberflächebürtige Stoffe, dass der Verlauf ähnlich ist und dass die höchste Fracht mit der höchsten Entlastungsmenge auch also korreliert. Was logisch ist. Aber man sieht, wie anders also die zeitliche Dynamik von der, wegen der Antragsfahrt dann relevant ist. So, jetzt komme ich zur Zusammenfassung und Ausblick. Was sagen uns die Messdaten bezüglich zeitlicher Variabilität? Und jetzt versteht man, warum Messung weiblich ist. Ja? Die Messungen haben viel zu sagen, viel zu erzählen. Wie Frauen, ich bin noch ein bisschen über die Zeit. Also, es gibt eine sehr hohe Variabilität der Sprengstoffemission zwischen den Entlastungen und im Verlauf der Ereignisse. Aber diese Variabilität ist auch stoffabhängig. Ja? Wir haben keinen Zusammenhang, keinen signifikanten Zusammenhang gefunden zwischen dieser mittleren Konzentration und die Ereignischarakteristika. Leider, was auch auf die Komplexität der Phänomene bei Regenwetter also hindeutet. Wir haben aber nur 7 Entlastungen, aber da ist, so muss man noch mehr einfach, ja, einfach nicht mehr messen. Was wichtig ist, der relative Beitrag der verschiedenen Antragspfade, das heißt Schmutzwasser und Oberflächeabfluss und die Remobilisierung von Kanalablagerung spielen eine wichtige Rolle. Ja? Für Carbamazepin, für diese 7 Entlastungen, wir haben gefunden, dass von 10-65%, also mehr als die Hälfte der Entlastungsfrachten, ist doch durch Prozesse im Kanal verbunden. Ja? Und für DHP, habe ich schon erwähnt, dieser Anteil ist von 40-85%, aber da wäre wichtiger zu untersuchen, aber was ist mein Beitrag von Oberflächeabfluss und von Remobilisierung im Kanal? Und da haben wir einfach zu wenig Erkenntnisse über Prozesse im Mischkanal,
was passiert mit dieser Akkumulation und Remobilisierung von Spurenstoffe. Da ist Forschungsbedarf da. Aber dieses Monitoring war sehr teuer, sehr aufwendig und sehr teuer. Und dann ist es immer die Frage, okay, wie kann man billigere und einfache Ansätze finden, eben zur Verwendung dieser Ersatzparameter. Und jetzt, jetzt ist die elektrische Leitfähigkeit mein Lieblings einfache Ersatzparameter, weil man kann für Schmutzwasser bürtige Stoffe dann doch Rückschlüsse ziehen, ja, das funktioniert gut. Aber natürlich, es gibt nur, wenn diese Stoffe auch sich konservativ verhalten, ja. Und das ist doch für eine limitierte Anzahl von Stoffen, besser als nichts, aber da kann man auch mehr untersuchen. So bin ich am Ende. Vielen Dank und vielen Dank an das Umweltministerium für die finanzielle Förderung. Danke, Marie. Danke für den engagierten Vortrag und auch die Einführung, wofür der weibliche Artikel bei Messung eigentlich steht. Ich habe mir gedacht, bei Rigi war das ja vorhin auch das Thema, der Rigi oder die Rigi. Also die Rigi, das bedeutet, der Berg spricht viel oder sagt uns viel. Weiß ich, wie das jetzt Max sieht, weil er sprach von der Rigi. Gut, das Feld ist eigentlich bereitet für den dritten Vortrag. Die Konzentrationsdynamik, die wir bei den Spurenstoffen sehen, im Regenwasser, die ist eine echte Herausforderung, das bei der Probenahme abzudecken. Die Kosten spielen eine Rolle und Lena Mutzner von der ERWAG wird uns einführen in andere Arten von Probenahme, die vielleicht die Kosten mehr im Griff haben. Und ich bin gespannt, was du präsentierst. Besten Dank. Danke. Mein Vortrag? Ah, er kommt. Super. Sehr gut. Also, ich freue mich ganz herzlich hier zu sein und begrüße Sie. Danke, Michael, für die nette Vorstellung. Daniel Wicke und Marie Lonne haben sehr spannende Resultate gezeigt für Mikrofonreinigungen in Mischwasserentlassungen und in Regenwassereinleitungen. Diese Resultate basieren natürlich auf zeitintensiven und aufwendigen Messungen. Daher möchte ich nun Licht ins Dunkel bringen, einer alternativen Messmethode. Und zwar möchte ich erste Erkenntnisse und Resultate zeigen zum Einsatz, siehst du es, Marie? Ja. Zum Einsatz von Passivsammlern im Abwasser zur Erfassung von regengetriebenen Mikrofonreinigungen während Entlastungen und im Kanal während Regenereignissen. Die bewährteste Methode, um solche Ereignisse zu erfassen, ist die aktive Probenahme mit einem automatischen Probenehmer. Da wird in einem vorbestimmten Zeitintervall aktive Proben aus dem Kanal oder aus Entlastungen entnommen. Es gibt jedoch eine große Anzahl von Mischwasserentlastungen und Regenwassereinleitungen. Wenn man davon ausgeht, dass jede Gemeinde in der Schweiz mindestens 2 Einleitungspunkte hat, dann kommt man schon auf eine Zahl größer 5000 und die Zahl wird wahrscheinlich viel größer sein. Diese Mischwasserentlastungspunkte und Regenwassereinleitungen sind natürlich untereinander auch sehr unterschiedlich, wie Daniel Wicke beispielsweise aufgezeigt hat. Sie haben auch eine hohe zeitliche Dynamik in Bezug auf die Konzentration und in Bezug auf die Hydraulik. Wiederum macht dies die Probenahme sehr aufwendig. Und wie können nun eine große Anzahl von Entlastungen überhaupt beprobt werden? Passivsammler werden in der Umweltchemie schon seit Jahren eingesetzt, um 2 Wochen Mischproben zu machen im Fließgewässer. Da haben wir uns nun die Frage gestellt, ob man diese auch für Regenwasserereignisse im Kanal oder in Entlastungen einsetzen könnte. Passivsammler haben den Vorteil, dass der Aufwand bei der Probenahme geringer ist, dass es sehr robust ist und dass trotzdem das gesamte Ereignis erfasst wird. Und zwar funktioniert das durch Adsorption und Absorption der Substanzen an der Oberfläche des Sammlers. Aufgrund der Menge, die dann aufgenommen wurde, wird wiederum rückgerechnet auf die Konzentration. Daher ist es aber auch nur eine indirekte Quantifizierung der Konzentration. Und die Aufnahmeraten wiederum sind auch von Umweltbedingungen und von den jeweiligen Substanzen abhängig. Je nach Oberfläche des Sammlers kann dann auch nur ein spezifisches Substanzspektrum
abgedeckt werden. In unserem Fall haben wir eine Oberfläche gewählt für polare organische Substanzen, das heißt Substanzen, die mehrheitlich in der Wasserphase transportiert werden. Kurz noch die Theorie dazu. Hier auf der Y-Achse dargestellt ist die Masse auf dem Sammler, auf der X-Achse die Expositionsdauer, das heißt, wie lange war der Sammler im Abwasser oder im Fließgewässer. Und in Theorie sieht die Aufnahme so aus. Man sieht es fast nicht, aber es gibt eine integrative Phase, das heißt eine lineare Phase der Aufnahme und eine Phase des Gleichgewichts, wo Aufnahme und Abgabe von dieser Sammleroberfläche eigentlich im Gleichgewicht sind. Wenn man nun von der Menge wieder auf die Konzentration zurückrechnen möchte, dann muss sich der Sammler in dieser integrativen, in der linearen Phase am Anfang befinden. Für uns stellt sich nun die Frage, ja, wie lange dauert diese integrative Phase für unsere Anwendung? Eignet sich das überhaupt? Somit möchte ich zu den Fragen kommen, die wir uns gestellt haben. Können Passivsammler überhaupt eingesetzt werden, um regengetriebene Ereignisse zu erfassen? Das heißt, wie lange ist beispielsweise diese integrative Phase? Wie können sie eingesetzt werden? Können relevante Konzentrationen erfasst werden? Das heißt, Konzentrationen im Bereich der Umweltqualitätskriterien. Und dann drittens, wie ist da überhaupt der Vergleich zwischen Passivsammler und aktiver Probenahme? Frage 1 und 2 haben wir im Labor mit Versuchen in einer Durchlaufrinne beantwortet. Und Frage 3 bin ich momentan am Beantworten mit einer laufenden Feldstudie, wovon ich erste Ergebnisse vorstellen möchte. Aber da gibt es wahrscheinlich noch einige Erkenntnisse zu gewinnen. Nun zu der Durchlaufrinne. Mit diesen Experimenten wollte ich die Aufnahmeraten unter möglichst realen Bedingungen bestimmen für 12 vorgegebene Substanzen und die Machbarkeit der Beprobung von Regenereignissen im Kanal oder Entlastungen feststellen. Die Durchlaufrinne sieht so aus, das ist jetzt vielleicht kein optimales Foto, aber das Abwasser wurde im Kreis geführt, 12 Substanzen wurden zugegeben und mit einer Konzentration von jeweils 2000 Nanogramm pro Liter. Die Sammler wurden dann zum gleichen Zeitpunkt exponiert und zu verschiedenen Zeitpunkten entnommen und jeweils die Masse auf dem Sammler bestimmt. Ich zeige diese Abbildung gleich hier nochmals. Das heißt, hier dargestellt ist die Menge auf dem Sammler in Nanogramm, hier für Mikroprop und jeweils die Entnahme, der Entnahmezeitpunkt. Es wurde immer im Duplikat entnommen, teilweise sind halt zwei Punkte aufeinander. Wenn man nun die Theorie darüber fittet, das heißt die Kurve, die ich am Anfang gezeigt habe, dann wird ersichtlich, dass wir eigentlich fast alle Punkte sind noch in der integrativen Phase. Sagen wir mal, zwischen 0 und etwa 24 Stunden scheint keine Sättigung erreicht zu sein. Das heißt, wir sind in der linearen Phase und dies wird auch sich für Regenereignisse und Entlastungen eignen somit. Ich habe hier 2 Stunden geschrieben, dafür gibt es auch einen Grund. Wenn man hier noch ein bisschen genauer reinschaut, dann sieht man, das ist dieselbe Abbildung, einfach nur ist 40 Stunden jetzt geplottet. Dann sieht man, eigentlich hat man 2 Phasen. Eine längere lineare Aufnahmephase hier und am Anfang gibt es aber anscheinend noch eine Adsorptionsphase, die schneller ist. Aber grundsätzlich haben wir dann vereinfacht, gehen wir einfach mal von einer linearen Aufnahme aus, um somit die Aufnahmeraten berücksichtigen zu können. Diese erste Adsorption ermöglicht es aber eigentlich, dass alle Substanzen bereits nach 5 Minuten nachgewiesen werden konnten. Hier habe ich nun rechnerisch ermittelt, ob wir überhaupt relevante Konzentrationen auf diesen Sammlern nachweisen können. Und zwar unter Berücksichtigung der berechneten Aufnahmerate und unter der Annahme einer linearen Aufnahme ist hier ersichtlich, wie lange die Sammler exponiert werden müssen, damit eine Konzentration, die genau dem Umweltqualitätskriterium entspricht, nachgewiesen werden kann. Hier sind auch die 12 Substanzen ersichtlich, die werde ich jetzt echt nicht mehr genauer erwähnen, die haben wir schon genug gehört. Das sind wieder ähnliche Substanzen. Und es wird ersichtlich, dass es bis zu 1,5 Stunden dauert, bis wir eine Konzentration, die genau dem Umweltqualitätskriterium entspricht, nachweisen können. Unter der Annahme einer linearen Aufnahme, wie ich sie vorhin gezeigt habe. Das heißt, das Ereignis müsste so lange dauern, dass es möglich ist, dies nachzuweisen.
Nun auch, wie können wir die Sammler überhaupt einsetzen? Hierzu haben wir auch eine Untersuchung gemacht. Normalerweise, muss ich sagen, werden die Sammler vor der Exposition in destilliertem Wasser gelagert und dann gleich ausgebracht. Nach der Exposition werden die sofort wieder konserviert. Das ist nun für Regenereignisse etwas unpraktisch, weil man die vielleicht installieren möchte und dann kommt irgendwann ein Ereignis und dann ist man nicht sofort vor Ort. Also haben wir hier geschaut, was ist der Effekt davon, wenn man diese eine oder zwei Wochen trocken lagert, bevor der Exposition, beziehungsweise wenn die am Ende noch trocken fallen oder wenn es noch Abwasser am Ende hat. Hier aufgetragen ist jeweils das Verhältnis der Masse von diesen spezial behandelten Sammlern zu den normal behandelten Sammlern. Man sieht, dass etwa bei den trockenen Sammlern etwa nur 50% der Masse im Mittel aufgenommen wurde. Das bedeutet wiederum, dass die Sammler eigentlich vor dem Regenereignis oder vor dem Ereignis nicht trocken fallen sollten, weil dann doch wahrscheinlich gerade am Anfang des Ereignisses eigentlich nichts aufgenommen wird. Wiederum, trocken am Ende oder Abwasser am Ende hatte dann einen kleineren Effekt. Hier ist 1, also das Verhältnis von normal zu speziell behandelten Sammlern. Für den Einsatz im Feld hieß das aber auch, dass die Sammler vor der Exposition bzw. vor dem Ereignis irgendwie in destilliertem Wasser gelagert werden müssen. Wie wir das gemacht haben, werde ich dann gleich noch bei der Feldstudie zeigen, wo wir einen Vergleich zwischen Passivsammler und aktiver Probenahme mit automatischem Probenehmer gemacht haben. Die Feldstudie ist in Ferholtorf. Max hat da schon etwas davon gezeigt, das ist jetzt ein anderer Aspekt. Wir hatten zwei Messstellen und haben zwei Messstellen. Messstelle Nummer 1 ist hier im Kanal und oberhalb befindet sich ein Einfamilienhausquartier. Messstelle Nummer 2 ist unterhalb eines Industriequartiers und den Passivsammler haben wir hier direkt auf der Wehrschwelle installiert. Ich werde momentan nur Resultate für Messstelle Nummer 1 zeigen, da Messstelle Nummer 2 haben wir erst vor 2 Monaten in Betrieb genommen und bisher hat es leider nur 3-mal entlastet und die Probenahme hat auch nicht wirklich geklappt, die aktive Probenahme wohlgemerkt. Das muss ich schon betonen. Gut, nun zu der Probenahme im Kanal. Wir haben hier einen Passivsammler installiert mit 4 Sampling Sheets, um die Möglichkeit zu Duplikate oder sogar 4 Sheets auswerten zu haben. Dieser wurde horizontal installiert, das sieht man hier jetzt nicht so gut, aber der ist effektiv horizontal. Wir haben eine kleine Vertiefung gemacht, etwa 3 mm, die es bei einer horizontalen Installation erlaubt, dass man da vorhin eigentlich destilliertes Wasser drin hat. Dieser wurde auf einer vorbestimmten Höhe installiert, sodass es nur bei Regenwetter eine Überspülung gibt. Das war jetzt in diesem Fall etwa 6 cm Installationshöhe. Und der automatische Probenehmer wurde dann ausgelöst, sobald der Wasserstand diese Höhe erreicht hatte. Wir haben alle 5 Minuten eine Probe genommen. Insgesamt gab es 24 Flaschen. Danke Michael für die Flaschen. Und 8 Stunden haben wir insgesamt geprobt. Ein Ereignis sah dann so aus, das ist ein Beispiel, es sah nicht immer ganz so gut aus. Vor dem Ereignis hier installiert und nach dem Ereignis haben wir festgestellt, dass vor allem Sammler 1 oft zugepappt war. Die anderen Sammler sahen aber dann waren eigentlich frei. Somit haben wir dann auch Sammler 1 für die Auswertung außen vor gelassen. Wir hatten allgemein sehr tiefe Konzentrationen in den Wassersammelproben. Wir haben 5 Ereignisse ausgewertet, zwischen 5 und 700 Nanogramm pro Liter für diese 12 Substanzen. Trotzdem konnten wir eigentlich fast genauso viel nachweisen auf den Passivsammler wie in den aktiven Wasserproben. Es gab aber auch Probleme mit der Vergleichbarkeit zwischen aktiver Wasserprobenahme und dem Passivsammler. Beispielsweise konnte ich mit dem aktiven Probenehmer nur 8 Stunden beproben, die Passivsammler aber natürlich nach 8 Stunden, wenn es weiter geregnet hat, nicht entnehmen. Und somit hatte ich hier schon Probleme mit der Vergleichbarkeit. Zusätzlich gab es Wellen auf der Oberfläche, man sieht es auch schon hier. Und je nachdem war dann der Passivsammler schon unter einem Wasserstand von 6 cm teilüberspült und somit war es teilweise schwierig, ob diese Ereignisse nun effektiv vergleichbar sind. Die neue Installation auf der Wehrschwelle, von dieser erhoffen wir uns, dass wir hier eine viel bessere Vergleichbarkeit zwischen aktiver Probenahme
und Passivsammler haben, da dieser effektiv, das ist, hier ist der Überlauf, man sieht es nicht so gut, das ist ein V-Wehr und das läuft im Falle von eines Überlaufs dann eigentlich über den Passivsammler drüber in den Entlastungskanal. Somit erhoffen wir uns hier, dass es eigentlich effektiv nur drüber läuft, wenn es auch ein Ereignis gibt. Und somit können wir dann auch gut eine gute Vergleichbarkeit zur aktiven Probenahme haben. Ich werde ein Ergebnis nun zeigen zum Vergleich zwischen aktiver Probenahme und passiver Probenahme für 5 ausgewertete Ereignisse. Hier dargestellt für Mecroprop. Wir haben jeweils eine volumenproportionale Wassersammelprobe genommen und eine zeitproportionale Wassersammelprobe. Hier ist ersichtlich jeweils das Verhältnis von rückgerechneter Wasserkonzentration via Passivsammler und der zeitproportionalen Wassersammelprobe zur volumenproportionalen Wassersammelprobe. Für diese Substanz für Mecroprop wird ersichtlich, dass für diese 5 Ereignisse kaum ein Unterschied besteht zwischen zeitproportionalen und volumenproportionalen Wasserprobe. Ich habe jedoch keine weiteren Substanzen bisher ausgewertet, da diese Ergebnisse erst 2 Wochen alt sind. Somit will ich jetzt auch keine allgemeine Aussage dazu machen. Und man sieht, dass das Verhältnis der rückgerechneten Konzentration vom Passivsammler doch einen viel größeren Bereich abdeckt. Das heißt, die Variabilität hier ist viel größer. Ein Teil kann man vielleicht auch darauf auf die fehlende Vergleichbarkeit zurückführen, aber hierzu müssen wir noch weitere Untersuchungen machen. Also hier haben wir einen Faktor 0,5 bis etwa 5 Abweichung. Zusammenfassend kann man also sagen, die Antworten sozusagen auf diese 3 Fragen, typische Ereignisdauern können linear integrativ beprobt werden, das heißt Ereignisse bis zu 24 Stunden sollte man mit diesem Passivsammler-Einsatz beproben können. Tiefe Konzentrationen im Bereich der Qualitätskriterien konnten und können auch nachgewiesen werden. Der Vergleich zwischen Wassersammelprobe zeigt einen Faktor 0, zwischen Wassersammelprobe und Passivsammler zeigt einen Faktor 0,5 bis 5 Abweichung. Hier kommt es ja dann aber auch darauf an, wie groß ist beispielsweise der Unterschied zwischen verschiedenen Einzugsgebieten und können wir hier mit Passivsammler überhaupt einen Unterschied feststellen oder sind wir immer in diesem Abweichungsbereich. Aus diesem Grund wollen wir auch weitere klar definierte Einzugsgebiete mit Passivsammlern proben. Einerseits diese Stelle auf der Wehrschwelle, aber auch weitere Gebiete, um dann hoffentlich auch einen Zusammenhang zwischen der Landnutzung und den Mikrofonreinigungen aufzeigen zu können. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei all diesen Köpfen und auch weiteren Köpfen, die meine Arbeit so tatkräftig unterstützt haben. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Lena. Sehr schöner Vortrag. Alle 3 Vorträge haben sich sehr gut ergänzt. Wir sind etwas in Verzug zeitlich, aber ich denke, es lohnt sich jetzt noch einige Fragen doch zu diskutieren. Deswegen vielleicht alle 3 nach vorne und legen wir gerade los. Brigitte Hellenreich von der TU München. Ich habe eine Frage an den Herrn Wicke. Sie haben eine Liste mit den ganzen Parametern am Schluss aufgelegt und haben wieder gesehen, Schwermetalle sind Zink und Cadmium und Blei und Kupfer gelöst. Haben Sie tatsächlich nur gelöst gemessen? Oder, weil normalerweise sind vor allem im Straßenabfluss sind ja die Schwermetalle gesamt, also in Partikulär gefunden. Ja, wir haben die Metalle gesamt und gelöst gemessen. Anfangs nur gesamt, später dann auch die zweite Hälfte gelöst. Dort waren gelöste Werte angegeben, weil in diesen Umweltqualitätsnormvorschlägen des UBA diese auf die gelöste Fraktion bezogen wurden. Und deswegen ist eben mit der gelösten Konzentration verglichen. Aber die partikulären waren nochmal um einiges höher. Man hat es ja dann auch ganz am Anfang gesehen bei den Konzentrationsvergleichen oder auch bei den Frachten, also gerade Zink wurden beträchtliche Konzentrationen gefunden. Die Frachten wurden dann schon wieder gesamt. Ja, klar. Die Frachten bezogen sich auf die Gesamtkonzentration hier.
Ja, Klaus Huber, Firma Hauraton. Die Frage geht in dieselbe Richtung, eigentlich an alle drei Referenten, auch bezüglich jetzt gelöster Fraktion und partikulärer Fraktion. Denn sehr wichtig ist natürlich später für eine Behandlung, in welchem Aggregatzustand liegt denn jetzt diese Schadstoffgeschichte vor? Ist sie gelöst, muss ich sie adsorptiv behandeln oder ist sie partikulär und muss ich sie filtrativ behandeln? Gibt es da Aussagen dazu, wie die Verteilung da ist, beziehungsweise ja, was man so für die Praxis dann an Ergebnissen und Erfahrungen daraus ziehen kann? Ja, ich kann anfangen. Bei unserem Messprogramm war es nicht möglich, wie bei dir war das, glaube ich, ne? Dass das sozusagen alles doppelt gemessen werden konnte, sozusagen filtriert und unfiltriert. Bei den Metallen wurde es dann gemacht. Bei den anderen Stoffgruppen hängt es letztendlich von den Parametern auch ab. Hydrophobe Stoffe wie PAKs oder auch die Phthalate, die wurden extrahiert, also das ist eine Gesamtkonzentration. Gerade die Biozide liegen überwiegend auch gelöst vor und werden auch quasi direkt im LC-MS eingespritzt und direkt gemessen. Aber da haben wir jetzt nicht noch eine sozusagen Kontrollvergleichsmessung gemacht, das gleiche nochmal filtriert, um auch wirklich zu zeigen, dass sie wirklich alle nur gelöst sind. Vielleicht noch eine Ergänzung von mir. In der Regel werden die vorfiltriert, bevor man da auf die Analytik geht, 0,2 oder 0,4 Mikrometer. Schon im Gerät, ja. Und insofern eigentlich alle Konzentrationen, die man dann sieht in diesem Bereich, Pharmaka, Biozide, Herbizide und so weiter, die beziehen sich eigentlich wirklich auf den Gelöstanteil. Man könnte eher die andere Frage stellen, kommen nicht auch, das war ein sehr schöner Carbamazepin, kommt das gegebenenfalls oder kommt noch ein Anteil gebunden vor? Das schaut man gar nicht heute so richtig an. Also ich habe jetzt das erste Mal das gesehen, dass also irgendwie Sediment im Kanal möglicherweise doch auch einen frachtrelevanten Anteil im Gesamtsystem bringt. War sehr spannend. Ja, deswegen die Freude war, denke ich, auch berechtigt. Gut. Bitte? Schönberg, Universität Stuttgart. Ich habe eine Frage an den Herrn Wickel. Wir haben jetzt gehört, dass die Umweltqualitätsnormen für eine ganze Reihe von Stoffen überschritten sind. Ist man jetzt in Berlin schon konkret so weit, zu sagen, was wird getan, um die Normen zukünftig einzuhalten? Nein, soweit ich weiß, nicht, zumindest konkret jetzt für diese, auf diese Stoffe bezogen. Natürlich gibt es auch, also wurden auch dieses Projekt zusammen mit der Senatsverwaltung durchgeführt und gibt es auch ein Interesse daran, diese Ergebnisse auch entsprechend sozusagen Lehren draus zu ziehen. Aber im Rahmen des Projektes ging es jetzt auch noch nicht um Maßnahmen, sondern eben erstmal um den Zustand zu erfassen, weil der doch gerade bei den organischen Spurenstoffen Regenwasserabfluss doch einfach noch ungeklärt war, zumindest für Berlin. Aber wir wollen das jetzt in dem nachfolgenden Projekt auch eher Richtung Maßnahmen, die Maßnahmen betrachten, welche da am meisten bringen, auch für ein städtisches Einzugsgebiet. Weitere Fragen? Ja, eine kleine Frage. Carbon Masculin, soweit ich mich erinnern kann, hat ein Metabolit, die bei biologischer Behandlung verschwindet und auch wieder zurückkommt. Das ist sicher ein Problem. Ich frage mir, ich nehme an, Sie sind Spezialist, dass beide Metabolite untersucht wurden und dass das in. Ja, die Frage ist eigentlich, hast du das berücksichtigt? Ja, ich bin dran. also wir haben das berücksichtigt, weil tatsächlich, also für die Elimination auf der Kläranlage, genau, es gibt viele Studien, die haben negative Elimination von Kamling. Wir hatten auch einen Fall. Und dann eben, das ist bestätigt, dass durch diese Metabolit, ich glaube jetzt, das ist fast, also das ist einfach die Erklärung, einfach, dass dieser Metabolit eben das wieder sich zu Carbamazepin. Da, deshalb ist wieder die Phasenverteilung so wichtig, weil das zeigt doch, dass Carbamazepin, also ich nehme diesen Stoff und also auch wenn es vielleicht Umwälzungsprozesse gibt, es ist doch so, dass ich tatsächlich mehr Carbamazepin habe. Also es kann
das kann passieren im Kanal, aber dadurch, durch diese Phasenverteilung, dann weiß ich, okay, dass ich Carbamazepin eben also doch an Partikel gebunden habe und nicht Metabolit, also um das auszuschließen. Aber okay, danke. Ich hätte noch eine Frage an den Daniel. Habt ihr bei dem PAK geguckt, wo die Quelle sein könnte? Du hast nur die PAK insgesamt benannt, aber man könnte ja eigentlich am Verhältnis der einzelnen PAKs zueinander darauf schließen, was ist jetzt eher verkehrswürdig und was ist eher aus dem Hausbrand oder aus anderen Quellen? Habt ihr da mal so eine Studie gemacht? Diese Verhältnisse bin ich tatsächlich dabei, mir noch anzugucken, auch im Rahmen der Veröffentlichung dieser Ergebnisse. Was wir bisher gemacht hatten, ist versuchten, sozusagen Korrelationen zwischen Einzugsgebietsparametern und diesen mittleren Konzentrationen pro Einzugsgebiet zu bekommen. Und da ist es bei den PAKs, also bei der Summe schon tatsächlich so, dass es sowohl zum Verkehrsintensität in den einzelnen Gebieten, da wurden auch Verkehrszählungen gemacht durch den Studenten, der es mitbearbeitet hat, alles auch zu, also da eine Korrelation gab oder gibt, aber auch zur versiegelten Oberfläche, was eher vielleicht darauf schließen könnte, okay, dass es noch eine Ablagerung einfach auf der Oberfläche, zum Beispiel durch Hausbrand, eben auch ein Beitrag sein könnte. Aber um das noch genauer zu gucken, ist dieses Verhältnis was ich mir noch angucken, dabei bin, mir anzugucken. Frage? Ja. Bitte. Ich fand auch, die Vorträge haben sich ergänzt und jetzt habe ich auch eine Frage vielleicht an den Daniel und an die Helena Mutzner zusammen. Du hast gesagt, ihr habt auch Stoffe untersucht in den Trennsystemen, um Abwasser zu detektieren, welche das waren. Und dann wäre meine Frage, ob ich diese Stoffe dann in den Trennsystemen mit den Passiv-Samplern finden könnte, weil wir nämlich gerade Einleitung Schmutz in Regenwasser suchen. Also die Frage ist, welche Stoffe habt ihr gesucht? Und dann die zweite Frage, kann ich die mit den Passiv-Samplern finden? Ja, also wir hatten zuerst drei Stoffe im Visier diesbezüglich. Das eine war das auch schon oft genannte Carbamazepin. Das zweite war Koffein und das dritte war Acesulfam, der Süßstoff. Die haben sich alle drei als nicht so super günstig herausgestellt. Wir wussten in einem Einzugsgebiet, dem Altbaugebiet, dass wir Fehlanschlüsse haben. Schon allein dadurch, dass dann an der Schwelle, die auch an dem Schema, an dem Foto zu erkennen war, da so Klopapier hängen geblieben ist, was dann nun doch ein relativ eindeutiges Zeichen ist. Aber gut, so groß waren die Einzugsgebiete dann wieder doch nicht. Es wurde auch mal in einer Probe die ganze Latte an Arzneimitteln geguckt, aber Carbamazepin-Nutzer waren nun von denen, ja, noch wenigen Häusern, die da falsch angeschlossen sind, waren keine dabei. Weil es ja doch das als Antiepileptikum schon ein bisschen spezifischere Anwendung ist. Und Koffein und Aspartam oder Acesulfam, die sind doch, also könnten auch über andere Pfade ins Regenwasser auch gelangen. Bei Acesulfam fallen mir vielleicht die Kaugummis ein, die auf dem Gehweg landen, bei Koffein irgendwie Kaffee, den man mal mit rausgekippt hat. Ich habe das mal die Koffeinmengen, die da in so einem Kaffee sind und die dann gelöst in dem also für ein Regenereignis dann, was an Konzentrationen rauskommen müsste, wenn man davon ausgeht, dass alles Koffein dann da drin landet. Da reichen zwei Tassen Kaffee für das Einzugsgebiet, um zu den Konzentrationen zu kommen, die wir auch gefunden haben. Und deswegen haben wir, um deine Frage zu beantworten, noch zwei weitere genommen und eins davon hat sich als sehr gut erwiesen, das ist ein Schmerzmittelmetabolit. Aus der Gruppe der Phenazone, das FAA, Formylaminoantipyrin, das eben doch recht ubiquitär eingesetzt wird und das sich gut geeignet hat als Abwassertracer für unsere Fälle. Und ob die nun gemessen wurden, kann Lena vielleicht. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich den letzten Stoff nicht kenne. Grundsätzlich mit unserem System haben wir jetzt nur gelöste Stoffe untersucht. Das heißt zum Beispiel, Koffein wäre jetzt möglich gewesen. Und natürlich müsste man auch die Aufnahmeraten wieder spezifisch bestimmen. Für Carbamazepin habe ich das jetzt schon gemacht, wobei wir das selten gefunden haben jetzt in unserem Fall. Und für diesen spezifischen Stoff kommt es jetzt darauf an, wie wird er transportiert, wird er in gelöster Form hauptsächlich transportiert, dass man den messen könnte. Was ich jetzt schon ja, dann wäre es möglich. Darf ich noch fragen, was das kostet? Also sonst geht ja immer darum, es ist eine einfache Probenahme, die aber auch
günstiger sein soll, aber zu den Kosten wurde dann jetzt noch nichts gesagt. Okay, ja. Also ein so Sampling Sheet kostet etwa 18 Franken, das sind etwa 18 Euro dann auch. Und dann kommt es auch darauf an, was wir jetzt alles berücksichtigen wollen, Transport zum Beispiel oder... Es ist ein bisschen schwierig zu lagern, zu sagen, aber was ich noch sagen kann, was positiv ist, ist die Lagerung. Weil wenn man eine aktive Wasserprobe nimmt, dann hat man vielleicht 250 Milliliter und wir haben jetzt halt so kleine 7 Milliliter Vials, die man leicht einfrieren kann und auch, oder auch transportieren. Also das war vom Handling her dann auch günstiger sozusagen. Ich glaube, die Lagerstabilität der Probe, die ist noch sehr interessant, wenn man Mikroverunreinigungsspurenstoffe untersuchen will. Großer Vorteil gegenüber den wässrigen Proben natürlich. Gut, weitere Fragen noch? Ich hätte noch eine Frage. Die Aufnahmerate von den Stoffen, wodurch wird die jetzt bestimmt eigentlich? Muss man das alles experimentell oder könnte man nicht sagen, der KOW oder irgendein Diffusionskoeffizient ist entscheidend und ich kann das abschätzen dann? Ja, also es wurden auch Versuche gemacht mit dem KOW, das abzuschätzen, diese Aufnahmeraten. Jedoch haben die Umweltbedingungen auch einen großen Einfluss, wie beispielsweise die Fließgeschwindigkeit. Und die ist bei uns im Kanal oder in Entlastungen viel höher. Und da ist einfach, da kann man einen Faktor 2 schon allein aufgrund der höheren Fließgeschwindigkeit beispielsweise haben. Und diese Abschätzung über den KOW, man hat einfach keine eindeutige Korrelation gefunden. Darum wird das nicht gemacht. Weil ich war überrascht, dass Mekoprop als polare Substanz eigentlich so schnell aufgenommen wird, während die unpolaren Stoffe dann eher, also einige zumindest, eben viel länger brauchten. Der Mechanismus. Also Mekoprop hat eher eine tiefe Aufnahmerate. Genau. Tiefe. Aber ist ja hydrophil, also bleibt gerne im Wasser. Kann ich mir jetzt nicht erklären. Warte so. Die Passivsammler waren ja auch spezifisch für hydrophile mitgedacht. Ja, aber die Aufnahmerate war nicht so hoch bei Mikroprop. Ja. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann haben wir so ein bisschen Zeit aufgeholt. Jetzt gibt es keine Pause, sondern ich gehe an die Seite und es werden nachfolgend tatsächlich einige Maßnahmen vorgestellt, um eben Stoffeinträge durch Regenwetter in die Umwelt zu reduzieren.